Good morning, Paul. Na, hast du gut geschlafen? Gehen wir jetzt auch mal auf die Wies. Good morning, Leute. Oh Mann, ey. Wie kann man eigentlich nur so verpennen? Es ist schon wieder 9 Uhr. Und der Paul, der liegt einfach im Bett und der sagt einfach die ganze Zeit nichts. Ja, jetzt bist du aktiv. Jetzt willst du raus, hä? Ich gehe jetzt mal Gassi und dann begrüße ich euch zum 22. Bauvlog hier auf Freundschaft Paradise. Bis gleich. Okidoki. So, ich war gerade mit Paul draußen und habe erstmal gefrühstückt. Wollte euch mal gerade zeigen, was hier so passiert. Die Jungs sind heute Morgen schon dabei, hier oben die Abschlüsse schön zu machen. Da werden nämlich jetzt noch so Leisten vormontiert. Na, hier sieht man noch, da sind überall noch Spaltmaße und die werden hier geschlossen. Ja, das machen die Jungs heute. Also ihr seht schon, der ganze Kleinscheiß hält echt auf. Dauert ewig, aber muss natürlich auch gemacht werden, damit die Halle dann am Ende des Tages auch zu ist. Außerdem ist es schon wieder hier richtig eklig am Schneien. Ich verziehe mich jetzt in die Halle. Im letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass ich jetzt hoffentlich irgendwie die Tage mal die Elektrik angehe. Und es ist tatsächlich so, dass ich heute im Laufe des Tages die erste Elektrolieferung erwarte. Das heißt, heute kommen hoffentlich die Kabelrinnen, heute kommen 500 Meter Kabel und so weiter. Und bevor das ganze Zeug kommt, werde ich mich jetzt mal in meine zweite Ebene schaffen und werde dort mal die Kabelverlegung vorbereiten, denn da möchte ich ja wie gesagt noch Kabel in die Wand reinlegen. Dafür muss ich Löcher da reinbohren und das machen wir jetzt. Der aktuelle Plan sieht wie folgt aus. Hier aus der Ecke wird irgendwo das Hauptstromkabel rauskommen. Hier in dieser Ecke wird später der Verteilerkasten sitzen. Das bedeutet, ich möchte jetzt quasi ein Kabel vom Verteilerkasten hier durch die Wand legen und hier drei Steckdosen montieren. Damit ich da die Kabel durchlegen kann, muss ich hier in die Balken, also etwa auf die Hälfte der Balken hier, jeweils ein Loch in derselben Höhe durchbohren, damit ich das Kabel dann in der Wand durchlegen kann. Weil hier kommen ja wieder USB-Platten drauf und da kann ich natürlich nicht einfach das Kabel davor legen. Um die Löcher bohren zu können, habe ich mir hier so einen 20er Forstner-Bohrer draufgesetzt. Mit dem müsste ich eigentlich durch das Holz durchkommen. So, 30, sagen wir 16, sind 46. So, ich zeichne mir jetzt hier auf die Höhe von 46 cm einen Strich an, wo ich dann später bohren werde. Das Ding ist, hier kommt ungefähr 16 cm Estrichaufbau noch rein, irgendwann mal. Steckdosen befinden sich in der Raumhöhe normalerweise auf 30 cm. Das heißt, 30 cm plus 16 sind 46. Also markiere ich mir jetzt hier die ganzen Dinger auf 46 cm und weiß genau, dass ich da auf 46 cm ein Loch bohren muss. Okay, Leute, das wäre auch erledigt. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die Kabel. Der Plan ist es hier, jeweils drei Doppelsteckdosen reinzumachen, beziehungsweise in der Mitte eine Dreiersteckdose, also links eine Doppel, in der Mitte eine Dreier und rechts eine Doppel, damit in der Mitte Netzwerkanschluss ist, damit ich da später auf jeden Fall flexibel bin. Ich meine, man kann auch später im Boden ja auch noch Kabel verlegen, wenn der Estrich gegossen wird. Das heißt, man kann dann auch Kabel im Boden legen, die dann darüber gehen, beziehungsweise man kann auch einfach hier an den Balken lang gehen. Das ist also auch alles überhaupt kein Problem, hier später mal Strom reinzulegen. Wichtig war nur, die Wand ist eh offen, da kommen jetzt ein paar Kabel rein und dann passt das. Das heißt, Stromkabel und Netzwerkkabel werden da reingelegt und dann eine Schesi. Ja, außerdem hat Frau Holle heute mal wieder richtig Bock. Oh, Alter. Woo. Boah, das ist so heftig, ne? Auf einmal fängt sie an zu schneien wie Sau. Und auf dem Balkon kriegst du alles in die Fresse. Oh, schnell wieder rein in die Bude hier. Good morning, Leute. So, heute ist Freitag. Ja, gestern ist dann noch ein bisschen Elektrokram hier angeliefert worden auf der Baustelle. Das habe ich abends gesehen. Und heute bin ich auf geheimer Mission unterwegs. So den Vormittag. Da werde ich euch nicht mitnehmen. Das werde ich euch dann, wenn es spruchreif ist, irgendwann zeigen, wenn es soweit ist. Ja, und heute werden endlich, Leute, endlich die Sandwichpaneele geliefert für die Front. Also die fehlenden Sandwichpaneele. Da bin ich schon mega gespannt drauf, denn die kann dann der Clemens nächste Woche verbauen, am Montag. Das wird richtig geil. Ja, und später, wenn ich ja wieder zu Hause bin, dann werde ich mich um die Elektrik kümmern. Denn unser Wochenziel ist quasi die Hallenbeleuchtung. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Also, bis später.
Ich bin wieder am Start, hat meine Mission heute mehr oder weniger erfolgreich beendet. Was das gibt, wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis ich euch das erzählen und verraten kann. Aber es wird sehr, sehr geil. So, Leute, Kabel sind da. Kabelrinnen sind da. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Befestigung an der Wand für die Kabelrinnen. Die war leider nicht lieferbar. Das macht aber gar nichts, denn mein Plan ist jetzt tatsächlich, die Lampen an die Decke zu bringen, dass diese vorübergehenden Lampen hier verschwinden können. Heute kommt irgendwann der Dotlux-Vertreter und bringt meine Lampen, 8 Stück an der Zahl. 8. Denkt euch nochmal, 8, so. 8 Stück an der Zahl, also 4 für die Halle, 4 für die Miethalle. Und ich werde tatsächlich heute und morgen, tendenziell mehr morgen, weil da der René kommt, der hilft mir noch ein bisschen, werde ich die Lampen an die Decke bringen. Ich bin gerade ein bisschen außer Puste, weil ich nämlich hier noch ein bisschen Holz durch die Gegend geschleppt habe. Auf jeden Fall, genau, würde ich sagen, lege ich jetzt einfach mal los und, ach ja genau, ich war gerade im Baumarkt und habe für die Lampen so Ringösen gekauft, die werde ich in die Holzbalken schrauben und die Lampen werde ich dann mit einem Karabiner einhängen, sodass die da rumbaumeln können, wenn da mal irgendwas gegenkommen sollte. Ich meine, was soll in 7 Meter Höhe dagegen kommen, ne? Aber you never know. Und dann werde ich mir überlegen, wo die Kabel langgelegt werden sollen, also da hinten an dem Hauptbalken soll das Kabel ja hoch. Und da werde ich dann diese 4 cm dicken Kunststoffrohre oben langlegen, festschrauben, dass da dann entsprechend die Kabel durch können. Bin mal gespannt, wie das so alles wird, aber wird schon gut werden. Ja Leute, und hier liegen tatsächlich schon die restlichen Sandwich-Paneele, die dann hier an die noch offene Front kommen, da habt ihr auch oft nachgefragt, die wird dann nächste Woche verkleidet. Denn der Clemens ist tatsächlich ab nächste Woche wieder am Start und dann geht's hier fleißig weiter. Ich habe übrigens auch noch Dämmwolle bestellt und die Dämmwolle, warum auch immer, wurde aufs Nachbargrundstück geliefert und liegt jetzt einfach beim Mattwerk vor der Halle. Das ist natürlich richtig beschissen. Außerdem kommt hier gerade der Jörg. Hallo Jörg! Willst du reinfahren? Wenn es geht, ja. Ja, dann komm doch rein. Der Jörg ist nämlich der liebe Herr, der mir hilft mit meiner Elektroverteilung. Das ist sehr gut, denn da können wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen besprechen, wie, wo und wie auch so, ne? Also, naja, ihr wisst schon, ich will auf jeden Fall mit ihm quatschen, wo ich jetzt anfange. Wird gut! Ich freue mich! So Leute, damit auch alle von euch jetzt mal ein Bild vom Jörg haben. Das hier ist der Jörg. Sieht er nicht sympathisch aus. Ist auch ein sehr, sehr netter Kerl. Ich kenne den Jörg übrigens aus der Vanlife-Szene tatsächlich. Du fährst einen T3. Ja. Genau, einen T3. Und wir haben schon öfter tatsächlich zusammen gecampt und so. Manchmal durch Zufall, manchmal mit Absicht. ja, richtig cool auf jeden Fall. Und der Jörg hat mir einen Kabelabroller mitgebracht, sehe ich hier gerade. Und ist auch schon entsprechend vorbereitet. Da lässt sich nämlich hier das fette, dicke, fünfadrige Kabel hier. Wie sagt man dazu? NYM. NYM-J, also. Aber wie wird's der richtige Elektriker aussprechen? Also ich würde einfach NYM sagen. NYM, ne? Genau, also NYM. Ey, Leute, übrigens, an alle Elektriker da draußen, gell? Ihr könnt euch eure Kommentare, wenn sie nicht produktiv sind, sonst wohin stecken. Ich bin kein Elektriker. Ich lerne, ja? Und der Jörg, der erklärt mir das alles und so weiter. Und wenn ich irgendwelche falschen Begrifflichkeiten sage, dann tut's mir furchtbar leid. Aber ist halt so. Fertig. Ansonsten konstruktive Kritik zur Elektrik dürft ihr mir natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare hauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier dieses schöne Kabel und dieses Kabel muss, wie schon gesagt, oben an dem Leimbinder angebracht werden. Und ich wollte euch noch eine Kleinigkeit sagen, damit wir am Ende des Tages auch wissen, welche Kabel welche sind, habe ich mir noch ein kleines Spielzeug zugelegt und zwar dieses Gerät. Richtig geil, ich wollte sowas schon immer mal haben und habe jetzt einen relativ guten Preis gefunden als Set in einem Koffer mit 3-4 Beschriftungsrollen, glaube ich 164 Euro. Das ist also ein professionelles Beschriftungsgerät, damit kann man sogar Kabel, Schrumpfschläuche beschriften. Richtig, richtig geil. Ja, und damit habe ich dann auch am Ende des Tages den Überblick, was meine Kabel anbelangt, weil ich glaube, hier werden sehr, sehr viele Kabel verschwinden in diesem Raum. Oder in dieser Halle besser gesagt. Genau, und ich würde sagen, jetzt legen wir tatsächlich los. Okay Leute, bevor die Elektrik verlegt wird, der Kim ist so lieb und hat hier gerade mit Gabelstapler die Dämmwolle hochgefahren. Die räumen wir jetzt erst nochmal in die Halle, damit die safe ist.
Scheiße, ey. Leute, hat hier eigentlich irgendjemand was von Dämmwolle gesagt? Scheiße. Ja, das muss dann alles hier ran, ne? Egal, jetzt gibt's erstmal Strom. Ja gut, vielleicht fahren wir heute doch nicht damit an, weil die Bühne nämlich leer ist. Vorbereitung ist alles, Herr Freundschip, das, ja, was soll ich dazu sagen? Egal, wir gehen jetzt mit ein bisschen Kabel nach oben und legen in meine Wand Kabel. Da habe ich ja schon Anfang des Videos die Löcher reingebohrt und dann legen wir da das doppeladrige, wie heißt das nochmal, Elton? Nee, das K7, ist das ein K7-Kabel? Das Duplex-Kabel, ne? Ja. Genau, dann legen wir das Netzwerkkabel, das Cat7-Kabel, das legen wir schon mal rein und auch entsprechend die Stromzuleitung für die Steckdosen, die in der Wand sind, damit die Jungs dann nächste Woche anfangen können, die Wand da oben zu verkleiden. Und dann lassen wir das Ding jetzt einfach über Nacht laden und dann geht's morgen hier los in der Halle. Passt auch. Passiert. Zeit hast du am Mann. Also ich liebe diese Körpermaßangaben, das ist so geil. Das sind einfach 20 cm, das 5, also das 3, aber das macht ja nichts. Aber das hier, Elton, ich sag mal Elton hier. Ja, ist okay. Das ist 1 Meter, voll geil. Und das hier ist meine komplette Körperspannweite, das heißt, das sind 1,80 Meter. Ja. Könnte man jetzt verifizieren. Aber dieser Meter ist eigentlich fast bei jedem gleich, das ist krass. Also ich hätte das früher auch nicht gedacht. Okay. Okay, aber das ist jetzt ungefähr 1 Meter. Ja. 2, 3, 4. Oh, Katastrophe. Im Elten sah das irgendwie lässiger aus. Ich habe noch eine Lernphase. Okay Leute, kurz mal vielleicht zu eurer Erklärung. Es ist natürlich so, dass ich auch Internet hier in dem ganzen Gebäude haben will. Vorne im Hausanschlussraum quasi, da wo Strom rauskommt, kommt die Internetleitung raus. Hoffentlich irgendwann mal Glasfaser, das zeigt sich noch, aber das wird auf jeden Fall irgendwann so sein. Auf jeden Fall, sagte Jörg gerade, es macht auf jeden Fall total viel Sinn, an alle Internetverbindungen oder Stecker, Netzwerkstecker, die wir haben, direkt nach hinten zum Anschluss zu legen, weil jeder Switch und so, der dazwischen geklemmt wird, natürlich auch einfach wieder Datenmenge frisst. Ja, deswegen legen wir jetzt das Kabel von der Wohnungsrichtung direkt einmal komplett hinten hin zum Hausanschlussraum. Deswegen ist dieses Kabel so unfassbar lang. Ja, und jetzt würde ich sagen, du hast Stromkabel schon, weil das brauchen wir für unsere Steckdosen. Und auf geht's, ab geht's. Jawohl. Ich habe hier meine tollen Löcher vorbereitet. Und da kann ich jetzt einfach erstmal durchgehen bis zur ersten Steckdose. Ich habe keine Ahnung, wo die erste Steckdose ist. Und mein Badezimmer, was hier hinten in der Ecke ist, hat ungefähr 2 Meter. Da würde ich die erste Steckdose hier hin machen. Ja, du kannst aber auch, wenn du willst, das Kabel komplett durchziehen bis hinten hin. Und ziehst dann immer nur Schlaufen raus, wo eine Steckdose hinkommt. Okay. Dann ist das ein geschlossenes System. Ja. Und selbst wenn da irgendwo keine Steckdose hinkommt, setzt jemand zu und das Kabel ist immer noch verbunden. Das macht Sinn, also ziehen wir das Kabel komplett durch. Also Leute, hier oben ist es arschdunkel, weil hier noch kein Licht drin ist, aber ihr hört mich ja. Kurz nochmal zur Info, wir haben das Stromkabel jetzt gelegt. Der Jörg sagte aber gerade, das wusste ich nicht, dass Netzwerkkabel und Stromkabel eigentlich nicht so dicht beieinander gelegt werden sollten, so wegen der elektronischen Abschirmung, whatever. Wir bauen jetzt einfach noch ein zweites Loch, ein kleines, so 10 cm unten drunter und dann sollte da eigentlich genug Platz sein. Vollgas. Feuer frei. Kartoffelbrei. So ist es eigentlich schon. Ey Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Durch mysteriöse Zauberhand ist hier mein Badezimmerfenster oben schon drin.
Das habe ich gar nicht gerafft. Ich habe das nicht mitbekommen, dass sie hier das Fenster eingebaut haben. Einen Daumen hoch, finde ich geil. So, wichtig ist für euch zu wissen, diese drei Steckdosen hier, die sind nicht komplett einzeln abgesichert, weil da wird nicht viel dranhängen, grundsätzlich. Das heißt, diese Wand ist quasi auf einer Sicherung. Alles, was dann aber irgendwo später wirklich mit Strom, also mit Leistung abgenommen wird, also hier, da wo man halt Leistung braucht, so rum, wird natürlich dann einzeln abgesichert. Also meinetwegen ein Herd, ein Kühlschrank, irgendwo der Büroplatz, wo dann 30 Laptops drin stecken und sowas. Das wird alles einzeln abgesichert. Ansonsten seht ihr hier die wunderschöne Aussicht auf meine Halle. Diese Aussicht wird uns aber sicherlich ab Montag dann verwehrt, weil hier natürlich auch Sandwich-Paneele davor kommen und dann ist das Ding dicht. So, für heute machen wir Feierabend und morgen, wenn die Bühne wieder geladen ist, geht's weiter. Mensch Leute, das sieht doch super aus. Da laufen jetzt die zwei Kabels rein. Hier kommt das eine Kabel raus, das geht dann später hier in die Dose. Und von da gehen wir dann mit einem dreiadrigen Kabel nach links und nach rechts. Und da geht's weiter zur Dose. Feierabend für heute. Leute, ich wollte euch mal kurz eine Story erzählen. Und zwar, ich habe ja meine Firma als UG angemeldet, ja? Und wenn man eine UG anmeldet, muss man sich auch automatisch im Handelsregister anmelden. Dann bekommt man vom Handelsregister eine Rechnung, die war in meinem Fall 150 Euro, plus 20 Euro für den Handelsregisterauszug. Den braucht man nicht unbedingt, aber eigentlich braucht man ihn schon, weil wenn man dann sein Gewerbe bei der Stadt anmeldet, die wollen den Handelsregisterauszug sehen und eigentlich alle in anderen Instanzen wollen auch den Handelsregisterauszug sehen. Das heißt, man braucht den. So, jetzt habe ich gestern meinen Briefkasten geöffnet und habe drei Briefe bekommen. Vom Amtsgericht Friedberg, vom HRB, also Handelsregisterportal, Bundesrepublik Deutschland und Gewerbe- und Registerzentrale. Die wollen jeweils 764 Euro, 916 Euro und 876 Euro von mir haben. Diese drei Rechnungen, Leute, sind fake. Was sind das für, sorry, wenn ich sage, die sich das zur Masche gemacht haben, neue im Handelsregister eingetragene Firmen anzuschreiben und Rechnungen zu schicken für die Eintragung. Und Leute, ich habe echt am Anfang gedacht, das ist echt, ich muss so viel Geld bezahlen. Ich habe meinen Papa angerufen und gesagt, sag mal, wir haben die Rechnung doch schon bezahlt. Sagt er, ja, ja klar, logisch. Diese Beträge sind viel, viel, viel zu hoch angesetzt. Das kostet nicht so viel. Ich will euch einfach nur ein bisschen sensibilisieren, wenn ihr oder wenn euch so eine Eintragung bevorsteht und ihr das auch machen wollt, und solche Fake-Rechnungen oder solche Rechnungen bekommt, hinterfragt die Rechnungen, ruft beim Handelsregister an und fragt nach, weil das ist definitiv nur eine Abzocke. Und ich werde es auf jeden Fall der Polizei melden und ich werde es auch dem Handelsregister melden, dass ich sowas bekommen habe, dass die wissen, dass sowas im Umlauf ist. Ich meine, das konnte ich jetzt durch Google relativ schnell rausfinden. Das Handelsregister hat auch schon eine Meldung rausgegeben, aber ich finde es richtig, richtig krass. Ich finde es richtig dreist und ich glaube, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige diese Rechnungen aus Angst einfach bezahlen. Ja, und dann wird's richtig uncool. Naja, Leute, ich werde mich jetzt mal ein bisschen in Van setzen, Video schneiden und morgen geht's dann los mit der Verkabelung der LEDs und der Dotlux-Vertreter, der Kai, der hat heute Abend schon die LEDs vorbeigebracht und welche LEDs das genau sind, das werdet ihr morgen sehen. Also, bis morgen. Okay, good morning, Leute. So, heute ist Samstag. Wie versprochen, werden wir uns heute um die Lichttechnik oben an der Decke kümmern. Ja, ich habe ja schon gesagt, der liebe Dotlux-Vertreter, der hat mir ein paar LED-Lampen gebracht. Und ich erzähle euch jetzt mal kurz zwei, drei Spezifikationen so zu den Lampen. Grundsätzlich, die Dinger, die an die Decke kommen, sehen so aus.
Ich meine, ey, was sind das für krasse Lampen? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Vielleicht nochmal kurz zu Dotlux. Dotlux ist ein deutscher Hersteller, ein deutscher LED-Hersteller. Die sitzen im bayerischen Raum und vertreiben eben diese Lampen. Die Lampen haben 5 Jahre Garantie und machen schweinehell. Aber ihr wollt natürlich ein bisschen mehr Daten dazu haben, die kriegt ihr natürlich jetzt. Dieses Modell nennt sich LED High Bay. Diese Lampe hat 150 Lumen pro Watt. Das ergibt eine Lichtleistung von über 30.000 Lumen insgesamt. Das ist also übelst krass. Lichtfarbe bei diesem Ding ist 5000 Kelvin. Das ist also Tageslichtweiß. Ich glaube, das ist eine andere Lichtfarbe als das, was wir jetzt haben. Jetzt müssten so 4000 Kelvin sein. Das ist also ein weißeres Licht. Das hier ist, wie gesagt, eher so ein bisschen Tageslicht realitätskonform. Wichtig zu wissen für euch, diese Lampen sind dezertifiziert. Das bedeutet, die sind feuerfest sozusagen. Das heißt, wenn sich also Staub oder brennbare Gegenstände wie zum Beispiel Sägespäne oder sowas drauf ablagern, werden die Lampen nicht so heiß, dass sich dieses Zeug entzünden könnte. Das ist ganz, ganz wichtig für eine Industriehalle, vor allen Dingen auch später für meine Holzwerkstatt natürlich, ne? Außerdem sind die Lampen IP65, das heißt, sie sind Staub- und Spritzwasser geschützt. Staub da oben wird sich sicherlich anlagern, Spritzwasser jetzt nicht unbedingt, zumindest wenn alles gut läuft nicht. Was noch wichtig ist, diese Lampen können mit einem Sensor ausgestattet werden. Es gibt 2 Sensoren. Es gibt einmal einen ganz normalen Bewegungsmelder sozusagen oder es gibt auch den IR-Sensor. Der IR-Sensor ist ein Infrarotsensor und der würde sogar erkennen, wenn sich draußen auf dem Hof was bewegt, weil dieser Sensor durch die Hallentore quasi schon funktioniert. Ist ganz geil, wenn man zum Beispiel mit einem Gabelstapler oder sowas ranfährt und dann das Tor aufmachen will. Man hat schon direkt Licht. Ich werde sicherlich die ein oder andere Lampe hier mit einem normalen Bewegungsmelder ausstatten, damit ich quasi, selbst wenn das Licht ausgeschaltet ist, ich trotzdem hier reinkomme und später dann die Lampe angehen kann. Außerdem hat diese LED-Lampe den Vorteil, ihr seht es vielleicht so ein bisschen an dieser Linsenoptik quasi, die sind extrem blendungsfrei sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt in meine Lampe da oben reingucke, kriege ich komplett Augenkrebs, was man bei dieser Lampe natürlich dann nicht hat. Ja, das sind so mal die Specs. Wichtig zu wissen noch, 350 Euro kostet so ein gutes Stück, weil 150 Lumen pro Watt für den Preis ist eigentlich unschlagbar. Wie werden die Dinger jetzt oben an die Decke bringen? Ich hatte euch gestern schon gesagt, dass ich mir Ösen gekauft habe, die oben an die Balken kommen. Bei den Lampen ist noch so ein kleiner Ringanker mit angeliefert, der wird hier oben einfach reingeschraubt. Ja, dann können wir das Ding da oben ranspaxen und ich glaube, in ein paar wenigen Stunden werden wir hier eine ordentliche Lichtverkabelung am Start haben. Seid gespannt, es wird geil. Jawohl, ist das schön. So Leute, kurzer Zwischenstand von der Hebebühne. Die erste Dotlux-Lampe hängt. Wie gesagt, hier haben wir jetzt eine Karabiner am Start. Hier die Ringöse und hier die Gegenringöse. Jetzt kann das Ding hier dran rumbaumeln und es passiert nichts. Ich meine, hier oben wird eh nichts passieren, von daher ist es geil. Hier sind auf jeden Fall jetzt die Vago-Klemmen drin. Dann geht das Kabel einmal da durch bis zu unserer nächsten Verteilerdose. Da ist der Elton gerade am Verkabeln. Jörg heißt übrigens mit Spitznamen Elton. Ich sage immer Elton, manchmal Jörg, keine Ahnung. Ja, das wird jetzt hier verdrahtet und dann geht das los. Was wäre ich nur ohne meine Freunde? Der liebe Rillen von Good Life Camper ist da. Mein Partner in Crime, was den Unfiltriert-Podcast übrigens anbelangt. Wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir da drüben die LEDs installieren. Das können wir aber nicht alle machen natürlich. Deswegen habe ich mir die ehrenvolle Aufgabe für den Rillen überlegt, wenn er darauf Bock hat, hier so ein bisschen die Dämmung reinzuknallen. Ich habe hier 160 mm Dämmung für diese Trennwand und fürs Büro und so weiter 120 mm Dämmung. Die würde ich jetzt im Zeitraffer da einfach mal reinknallen. Leute, der Elton hat jetzt die 2 Lampen da oben angeschlossen und wir haben die jetzt mal provisorisch verkabelt. Und jetzt gucken wir mal, was die Dinger so können, ne? Feuer frei! Junge! Flicker free! Flicker free!
So Leute, jetzt ist tatsächlich der Moment gekommen. Alle vier LEDs hängen. Wir mussten bei den LEDs da vorne, mussten wir uns einen Winkel anfertigen, beziehungsweise ich hatte perfekt den Winkel noch liegen, damit die Lampen ein bisschen höher kommen, denn da ist tatsächlich das Tor im Weg. Grundsätzlich wird das Tor zu 99% der Fälle niemals über die LED drüber ragen, weil das Tor hoch genug ist, aber sicher ist sicher, deswegen haben wir einen Winkel an die Decke gesetzt und ja, jetzt sind die LEDs da dran und der Jörg ist hier schon motiviert, den Stecker reinzustecken. Leute, gleich wird's hell hier. 3, 2, 1, go! Digga! Alter! Hey, das ist krass! Also, geil! Und was sagst du? Perfekt, würde ich behaupten. Flickerfree! Flickerfree! Perfekt! Richtig, richtig schick. Das ist jetzt nur die Notverkabelung. Das hängt jetzt quasi gerade mit Vargo-Klemmen an der normalen Steckdose. Klar, später wird irgendwann da der Sicherungskasten hinkommen, wenn wir hier in der Halle eigenen Strom haben. Momentan sind wir noch im Baustrom, aber das passt schon. Jetzt räumen wir die Vermiethalle ein bisschen leer, dass wir mit der Bühne rüberfahren können. Und dann machen wir das gleiche Prozedere da drüben auch nochmal. Hier in der Vermiethalle sieht es aktuell so aus, dass Rilland und ich hier schon die Dämmung im unteren Teil reingebaut haben. Im oberen Teil kommen wir natürlich ohne Bühne nicht dran. Jetzt montieren wir oben an der Decke erstmal die LEDs. Und wenn dann die Bühne wieder frei ist, machen wir den Rest hier zu. Aber das mit der Dämmwolle hat wirklich mega gut geklappt. Richtig geil. Die ersten beiden LEDs in der Vermiethalle hängen auch, die Kabel sind auch schon dran und jetzt müssen wir hier unten mal ein bisschen klar Schiff machen, dass wir mit der Bühne auf die Seite können, denn wir haben hier keinen Mittelbalken, wo wir das Kabel langlegen können, das heißt, das Kabel wird, das Hauptstromkabel kommt dann da hinten an dem dicken Leinbinder an der Seite runter und hier in der Ecke wird später dann der Sicherungskasten sitzen. Genau. 2 Stunden später. Wir haben es geschafft. Es ist tatsächlich relativ spät, aber wir haben heute auch ganz entspannt gearbeitet. Und dank dem Elton habe ich jetzt hier auch in der Vermiethalle 4 übelst fette Dotlux-Strahler montiert. Ey Leute, vielen, vielen Dank nochmal an Dotlux auch an dieser Stelle für die übelst krassen Megastrahler. Wer sich dafür interessiert, ihr kriegt die auf jeden Fall in jedem Elektro-Großfachhandel. Ja, wendet euch da am besten einfach an den Elektro-Großfachhandel eurer Wahl. Wie gesagt, 349 Euro das Stück. Klar, ist ein Stückchen Geld, aber es lohnt sich. Eine Info vielleicht gerade noch zu den Lampen. Wir haben jetzt hier in der kleineren Halle auch 4 von diesen monströsen Strahlern montiert. Das Ding ist, man kann die von der Helligkeit her einstellen. Da gibt es also eine kleine Einstellschraube. Und wenn uns das hier zu hell sein sollte, normalerweise gibt es keinen zu hell, dann kann man die noch ein bisschen niedriger schrauben. Frau Rillen ist jetzt hier gerade noch am Vorbereiten der letzten Dämmmatten, denn die Bühne ist wieder frei und wir können jetzt da oben die Dämmmatten noch reinhauen. Und dann ist Feierabend für diesen Bauvlog. Okay Leute, das sollte jetzt dann aber wirklich das Ende des Videos sein. Ich weiß, es ist ein bisschen länger geworden, aber ich habe ja auch echt viel gemacht jetzt dieses Video tatsächlich. Und es war so geil, endlich wieder selber Hand anlegen zu können und hier jetzt aber ein bisschen die Dinge in die Hand zu nehmen. Und nochmal vielen, vielen Dank an meine Jungs, die mir schon wieder geholfen haben. Ohne euch wäre ich natürlich nur halb so weit, wenn es überhaupt halb so weit wäre. Ja Leute, ihr habt gesehen, über mir leuchten sie noch. Die Dotlux-Lampen hängen an der Decke sowohl in meiner Halle als auch in der Vermiethalle. Und in der Vermiethalle ist alles richtig schön gedämmt. Hier hört sich das gleich auch ganz anders an. Ihr hört das sicherlich vom Raumklang. Einfach nicht mehr so hallig, sondern eher so ein bisschen wie im Wohnzimmer, Leute. Das ist eure Vermiethalle, wo ihr euch irgendwann mal einen Camper ausbauen könnt. Vielleicht. Und ansonsten beende ich jetzt das Video.
denn ich muss das jetzt auch noch schneiden und heute ist schon Sonntag und ihr seht das Video gleich. Ja, und nächste Woche geht es dann weiter mit den Sandwich-Paneelen und hier innen mit Wänden und keine Ahnung was. Es gibt auf jeden Fall noch richtig viel zu tun, also abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und ja, seid auch beim nächsten Bauvlog wieder dabei und ja, einfach danke für euren Support, danke, dass ihr jedes Mal wieder reinschaltet und haut natürlich fleißig in die Kommentare, was ihr zum Stand der Dinge sagt und vor allen Dingen, wie ihr meine neue Hallenbeleuchtung findet. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dann, tschüss mit Ö.